Houston, wir haben ein Problem. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Plays, kurz mal angezockt. Ich bin wie immer euer Shurtok und heute spielen wir einen alten Klassiker in neuem Gewand, Metroid Prime Remastered. Lasst uns aufbrechen zu einem neuen, fremden Planeten. Doch, wir werden sicherlich nicht allein sein. Abfahrt, let's go! Der Kosmos. In den Weiten des Universums ist die Menschlichkeitsgeschichte kaum mehr als ein kurzer Blitz eines einsamen Sterns. Das Leben eines Einzelnen verliert sich in Raum und Zeit. Doch inmitten der Sterne existiert ein Licht, das heller scheint als das der anderen. Es ist das Licht Samus Arans. Ihre ruhmreichen Schlachten haben ihr längst einen unwiderruflichen Platz in der Geschichte verschafft. Ein neues Kapitel dieser Geschichte beginnt. Und zwar genau jetzt. Und damit rein in die Story, lasst uns unser kleines Raumschiff hier schnell mal landen. Und eins vorweg, grafisch ist das echt gelungen. Also wer damals das Original gespielt hat, seht euch mal diesen wunderschönen Planeten an. Detailgetreu. Also, da haben sie was einfallen lassen. Nicht schlecht. So, wir landen unser kleines Raumschiff. Sieht auch total frisch lackiert aus. Würde ich sagen. Dann kann das doch hier mal losgehen. Auf den Deckel. Und da sind wir schon. Frisch polierter Anzug. Mehr geht nicht. Dann werden wir uns als erstes ein bisschen umschauen. Und vor allem auch mal mit der Steuerung vertraut machen. Ah, wir schauen uns erstmal um. Erstmal die Lage gecheckt. Rote Lichter sind immer schlecht. Okay. Scheint startklar zu sein. Dann wollen wir los. Als erstes werden wir uns erstmal um diese rote Lampen kümmern. Die werden wir erstmal ausschießen. Aha. Aus Rot wird Grün. Und Grün ist dann sicherlich ein Durchgang. Jawohl. Der Schutzschild ist weg. Wir können durchgehen. Die Steuereinheiten des nächsten Kraftfeldes sind nicht aktiv. Zur Aktivierung muss das Kontrollfeld am zentralen Mast... Habe ich nicht zu Ende lesen können. Ist egal. Wir sollen hier irgendetwas an diesem Monitor machen. Das Ganze sollen wir scannen. Wir müssen mal kurz schauen, wie wir das machen können. So. Drauf schießen ist immer eine schlechte Idee. Interessiert ihn auch nicht. Nein, wir müssen das Ganze scannen. So, jetzt haben wir die Scan-Funktion gefunden. Scan erfolgt. Die Schalter zur Steuerung. Alles klar. So schnell kann ich das gar nicht mitlesen. Aber auf jeden Fall, hier leuchten die Lampen wieder rot auf. Werden wir uns erstmal als nächstes drum kümmern. So, okay, Steuerung, alles klar. Ich glaube, jetzt komme ich klar hier. So, ausgeschossen den Kram. Spannend, wenn hier das erste Alien um die Ecke kommt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr das Original damals gespielt oder wart ihr da einfach noch zu jung für? Würde mich interessieren. Und werdet ihr vielleicht sogar die Remaster-Version spielen? Okay, die Türen können wir hier auch schießen. Nichts los hier. Ist die Ruhe vom Sturm. Große Distanz geht das nicht auf, aber hier passt das. Da vorne ist hier so ein Monitor, den scannen wir mal. Ja. Gibt es hier für neue Informationen? Scan erfolgt. Druckausgleich der Luftschleuse eingeleitet. Ja, das war wunderbar. Ist hier auch schon so ein bisschen spooky, finde ich. Ein sehr langer Gang. Aha. Na gut, hier hat ein bisschen was stattgefunden. Hier brennt es an den Ecken und hier vorne krabbelt schon was. Den werden wir erstmal beseitigen, den Kollegen. Das ist ja schon mal weg. Bevor er mich Fragen stellen kann. Da oben wieder Zielerfassung, Gegner. Haben wir schon gemacht. So. Tod ist tot. Noch mehr tot, wäre ganz tot. Oh Mann, da krabbelt noch was. Erstmal beseitigen mit dir. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Grafisch. Echt schön geworden. Da hinten ist auch noch einer. Erstmal beiseite schaffen da. Ja, der kann aber eine Menge ab. Was? Zurückschießen kannst du auch noch? Ja, haben wir doch gleich.
gucken, ob wir die normalen Schüsse haben oder ob wir auch noch ein bisschen variieren können. So eine lila Kugel. Weiß ich bis jetzt noch nicht, was wir denn machen können, aber ist egal. Wir gehen erstmal weiter. Oben rechts haben wir immer so ein kleines Radar, wo wir uns befinden, wo wir lang können. Hier ist eine Menge Weltraumschrott, das müssen wir beseitigen. Können wir erstmal aufladen und dann können wir das hier wegfeuern. So, durchgeladen. So ganz klar komme ich mit der Steuerung noch nicht. Aha, okay. Haben wir weggepustet. Oh, hau her. Na Jungs, auch auf der Flucht? Soll ich da hinterher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Nee, wird doch gar nicht angeboten. Aber die sehen wir bestimmt wieder. Wir gehen weiter geradeaus, wie vorgeschlagen. Und hier vorne können wir wieder was scannen. Scan erfolgt. Zutritt zum Beta-Deck genehmigt. Bitte stellen Sie sich das Hologramm. Ja, das machen wir doch. Bitte Hologramm berühren. Schöner Aufzug. Warum ist das hier auch alles TÜV abgenommen, ne? Sieht mir irgendwie nicht so nett aus hier. Schleift ein bisschen. Okay, weiter geht's. Ja, müssen wir aufpassen. Elektro ist nicht so schön. Okay, mit Hilfe des Morphballs kommen wir da durch. Taste Y. Ja, das hat natürlich Gesicht, ne? So eine schöne Murmel hier. Murmelmania. Auch nicht verkehrt. Und diese Tür schießen wir wieder auf. Für alle Interessierten, das Spiel ist am 8. Februar 2023 exklusiv im Nintendo eShop erschienen und erhältlich. Wird es nicht als Modulversion geben, könnt ihr euch nur digital herunterladen. In der Zwischenzeit haben wir die beiden hier auch mal abgefrühstückt. Auf die nächste Tür. Gibt es hier noch was zu holen? Ich glaube ja nicht. Gut. Durch die Tür durch. Ist hier noch alles sehr ruhig. Aber ich glaube, das wird hier nicht so bleiben. Oha, hier gibt es böse Geräte an der Decke da oben. Wir müssen erstmal mit einem großen Strahl angreifen. Kleiner Rückzug, taktisch. Oh, und jetzt können wir aber. Oben anvisiert. Ah, trauen wir uns näher ran. Ich weiß nicht so. Okay, machen wir. Hier eine schöne Schallzentrale. Aber auch keine Menschenseele. Alle hier oben, die sind ganz irre geworden, die Kollegen da. Die müssen wir beseitigen. Geht ganz gut. Weil so viel Strom können wir jetzt auch nicht haben. Aber hier ist auch wirklich niemand. Auch so ein richtiger Alien-Befall. Den kann ich auch noch nicht feststellen. So, wir scannen wir das nächste. Aufzug einsatzbereit. Bitte auf das Hologramm stellen. Ja, sehr gerne doch. Dann fahren wir doch in die nächste Etage. Aufwärts geht's. So, da hinten ist schon wieder einer. Aber die greifen uns Gott sei Dank nicht an. Die sind mit sich selber beschäftigt. Denen geht's anscheinend auch nicht so gut. Ah, er sieht aber gar nicht gut aus. Da hinten ist noch einer, der will aber abhauen. Komm. Aber auf der Distanz kriegen wir ihn. Diese lila Kugel? Ich weiß nicht, was die mir sagen sollen. Also wenn ihr das wisst, auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie meine Energie auflädt. Er sieht nicht gut aus, ne? Ein bisschen viele grüne Flüssigkeit verloren. Nicht so lecker. In den nächsten Raum und natürlich gibt es hier wieder ein bisschen Elektro. Oh, wo bin ich denn hier? Drehen wir uns mal. Ein bisschen in Deckung gehen. Die ich da oben muss ich erstmal wegbekommen. So, müssen wir wieder aufladen. Mit der großen Wumme. Und dann haben wir dich doch auch schon weg. So. Wenn wir hier mal scannen. Na, du bist hier. Oh, sicher? Nee. Weg ist er. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen sicherlich wieder den kleinen Automaten hier erstmal scannen. Ist das nicht immer dasselbe? Erst scannen und dann kommen wir weiter. So, Scan erfolgt, Zutritt vom Gamma-Deck genehmigt und stellen wir uns wieder auf das nächste Hologramm. Was passiert? Ah, jetzt fahren wir abwärts. Ist hier so ein Hoch und Runter. Sind wir mal gespannt. Aha, die kleinen Kollegen da wieder.
aber die können wir aus sicherer Distanz, können wir die erstmal eliminieren. Ja, kommt noch so ein großer von oben. Der sieht ein bisschen grimmig aus, aber viel aushalten tut er nicht. Ball noch auf. Und dann scannen wir uns den nächsten Bereich wieder frei. Verriegelungsmechanismus aktiviert. Hologramm. Da wollen wir als Kugel rauf. Ja, dauert wohl einen kleinen Moment. Gescannt. Tür geht auf. Okay. Das mit der Kugel gar nicht mal so schlecht. Ja, müssen wir abschießen. Damit haben sie nicht gespart hier mit der Verteidigung. Das muss man schon sagen. Oh, haben wir weg. So, jetzt können wir hier erstmal wieder scannen. Und die Verriegelung ist wieder aktiv. So, als Ball wieder rauf. Und wir hier durch die nächste Tür kommen. Ja, unser Ball ist wie so ein kleiner Schlüssel, würde ich sagen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Rein hier in die große Kammer. Das sieht hier gar nicht so gut aus. Was haben wir denn hier für einen Schutzwall? Das riecht doch bestimmt nach Ärger. Schauen wir uns an. Ja, und ich sag's noch. Da kommt er schon mit üblem Mundgeruch. Ja, wer bist du denn? Glaub, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Er baut eine Menge Schutzschild auf, aber hier zwischen können wir durch. Mutterparasit, na schön, danke. Dann müssen wir ein bisschen im Kreis rennen, damit wir ihn noch Schaden drücken können. Ist gut zu erkennen, immer wenn das Visier rot ist, können wir ihn treffen. Wenn es blau ist, ist der Schutzschild aktiv. So, schafft natürlich nicht so richtig was weg. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Energie aufladen, um ein bisschen mehr Schaden drücken zu können. Oh, vor seinem Laserstrahl sollten wir aufpassen. Laserstrahl oder Säurestrahl oder was auch immer er am Start hat. Aber wir haben selber noch genug Energie und glaube, wir können ihn so einigermaßen Schaden drücken. Oh, bisschen aufgepasst hier. Dann passt das schon. Ein Drittel haben wir weg. Fast die Hälfte. Das ist bisschen mühselig. Ja, ja, genau. Jetzt laden wir ein bisschen mehr auf und dann können wir mal ein bisschen richtig Dampf machen. Leider habe ich das Schutzschild getroffen. Aber immer mit der Ruhe, ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, es ist ja richtig stinkig. Ja, da drückt der Schaden aber schon ganz gut. Wenn wir die Energie so ein bisschen gebündelt haben. Ich komme nicht am Schutzschild vorbei. So, hier oben vielleicht mal lang. Aber wir haben ja schon gleich weg. Also von daher. Immer mit der Ruhe. Oh, komme ich hier noch um die Kurve rum? Schnell. Ich könnte ein bisschen besser zu Fuß sein, finde ich. Bin manchmal ein bisschen schleppend unterwegs. Aber das war dann früher halt so in den Spielen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Hat sich heutzutage einiges geändert, aber ist egal. Wir haben ihn. Das war zu viel für ihn. Da fällt er in sich zusammen. Ah, bombt ihn nochmal auf, aber ich glaube, da geht nicht mehr viel. Nee. Und er hat sich ihn förmlich zerrissen. Weg ist er. Haben wir gut hingekriegt. Weiter geht's. Oha, der Reaktorkern ist im kritischen Zustand. Umgehend evakuieren. Und hier läuft noch so eine böse Zeit. 7 Minuten. Ja, jetzt haben wir hier die Zeit im Nacken. Und da wir uns hier gar nicht auskennen, wo wir lang müssen. Wir können zwar oben rechts sehen. Aber ich hoffe, das haut hier auch alles so hin und geht recht zügig. Ja, ich weiß nicht, ob die 7 Minuten großzügig bemessen sind oder ob das schon knapp werden kann. Wo geht's denn hier lang? Erstmal mit dem Fahrstuhl hoch. Okay, hier geht's weiter. Schnell gescannt. Abwehranlage des Abschnitts ausgeschaltet. Das ist schon mal nett, dann können wir hier durchrennen. Brauchen wir uns nicht allzu viel Gedanken machen. Ist auch was kaputt gegangen. Ah, Kollegen. Ihr seid natürlich noch im Weg. Schnell mal beseitigen. Ja, das mit den Kugeln, das weiß ich echt nicht, aber das juckt mich jetzt auch überhaupt nicht weiter. Ich kümmere mich einfach hier um die Großen. Und solange wir die im Griff haben, ist das andere auch total egal. So, da hinten ist noch einer.
Aber mit den Aliens, wie erwähnt, ist überschaubar. Also mit der Menge kann ich gut leben. Da vorne ging schon platzte was auf. Ich glaube, da müssen wir gleich durch. Hier nochmal zurück, ob wir irgendwas vergessen haben hier. Aber ich glaube, hier war so weiter nichts. Da kann man nichts weiter aktivieren. Und hier unten ist, glaube ich, auch nichts weiter. So, da können wir nicht durch, da brennt's. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir oben weiter müssen. An den Monitoren kann ich auch nicht scannen. War mal ein Versuch. Gut, sei es drum. Dann gehen wir wieder nach oben. So, einmal hier oben wieder rüber. Und dann werden wir mal sehen, dass wir durch das große Loch da kommen, was sich da freigesprengt hat. Aha, ja, schöner Parasit. Den haben wir gerade besiegt, würde ich sagen. So sah er aus. Hier kann ich auch nichts drücken, schalten. Gut, weiter geht's. Zeit läuft ab. Vielleicht haben wir sie auch ein bisschen verschwendet jetzt schon. Vielleicht hätte ich mich nicht so doll umsehen sollen. Aus zeitlichen Gründen. Aber was ist das denn? Okay, kann ich abschießen? Doch, kann ich abschießen. Alles Parasiten hier. Tür ist auf. Ist auch ein bisschen giftig, der Parasit. Rechts rum. Lecker ist auch anders, ne? Ich glaube, am besten wir rennen da einfach durch und springen rüber. Alles andere kostet uns einfach zu viel Zeit. Geht es nicht auf? Aber ich glaube, die Parasiten kümmern sich immer um den Ausgang, ne? Ich sehe nichts. Visier ist voll. Ah, ein Stück zurückgehen. Aha, hier vorne links. Da ist die Tür. Ich habe sie übersehen. So, geh auf. Nee, von der bin ich gekommen. Jetzt haben wir es. Ah, hier vorne rechts ist die Tür auf. Die war aber eben noch zu, möchte ich sagen. Oder ich habe sie übersehen. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, weiter geht's. 3 Minuten 48. Oh Mann, das wird echt eng. Das wird echt eng. Hier wieder durch. Und hier unten lang. So. Hier ist erstmal Ruhe. Denkst du? Explodiert was? Kann ich das aufschießen? Ja, kann ich. Weiter durch. Oh, 3 Minuten 20. Und überall Parasiten. Aber die vergiften uns Gott sei Dank nicht so stark. Also wir haben immer noch genug Lebensenergie. Daran wird es nicht scheitern. So, jetzt hier müssen wir das mal sicher Entfernung abschießen. Oh, komm, du auch da. Jetzt können wir durchgehen. Und auch geschossen. Doppeltür. Oh, aber nur noch knappe 3 Minuten. Ich hüpfe da einfach rüber. Ich kann jetzt nicht mehr anhalten. Das kriege ich zeitlich sonst nicht mehr hin. Komm, geh auf. Und weiter durch. So, rechts rum. 2 Minuten 40. Wenn uns wenigstens schon mal angezeigt werden. Oha! Hier ist noch eine U-Bahn. Wenn uns wenigstens angezeigt würde, wie weit der Weg noch ist. Aber so, fahr du weiter geradeaus. Ich gehe nach rechts. Weil theoretisch könnten wir gleich am Ziel sein oder es ist noch 5 Minuten entfernt und wir schaffen es sowieso nicht. Das können wir jetzt so nicht genau wissen. Wir sind auf jeden Fall schon mal durch so einen Raum. Schauen uns um. Ja. Also wenn ich jetzt gegen die Kollegen da noch kämpfen muss und die Zeit läuft weiter, dann wird es aber eng. Hau ab, Mann. So, der ist erstmal weg, aber den treffen wir später bestimmt erneut wieder. Haben wir jetzt auch überhaupt keine Zeit für. So, Gravel Beams. Ah, wenn der Haken oben ist, sonst komme ich hier auch nicht hochgesprungen. Ich glaube, ich muss hier oben was anvisieren. Da oben ist das Hakensymbol. Das müssen wir uns irgendwie greifen. Da habe ich auch echt jetzt ein bisschen Zeit verschwendet. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, diesen Haken mir vernünftig zu greifen, und es ist nur noch eine Minute. Also wie das noch gehen soll, ich weiß es nicht. So, komm, angestrahlt und jetzt hoch da. Na, wir müssen mehr Schwung holen, aber so geht's. Ja, so geht's nicht. Den Laserstrahl müssen wir da oben anvisieren. So, halt dich fest. Vielleicht ist das ja auch die Ausgangstür, dann schaffen wir das noch. 48 Sekunden. Und wäre schön, wenn du dich da mal festhalten würdest. Ich muss mehr schwingen. Das mache ich einfach zu wenig.
So, komm. Jetzt aber, sonst ist es hier eh gleich vorbei. Mehr Schwung holen. Jetzt sieht's gut aus. Und komme ich rauf? Jawohl, es hat zu viel Zeit gekostet. So, und noch kein Ende in Sicht. Na, vielleicht jetzt hier. Scan abgeschlossen. Und hier durch. Und ich glaube, das kriegen wir zeitlich nicht mehr hin. Kommen wir einfach schon mal zum Fazit. Ich würde sagen, wer es damals gemocht hat, wird es auch dieses Mal lieben. Sollt ihr auf jeden Fall mal antesten. Halte ich zumindest persönlich nicht für einen Fehlkauf. Kostet um die 40 Euro, das ist natürlich eine Stange Geld. Könnte auch gerne ein bisschen billiger sein, aber das hat natürlich auch ein bisschen Programmierarbeit gekostet. Aber sei es drum. So. Ja, jetzt dampfen wir hier aber kräftig. 7 Sekunden noch. Hier oben ist bestimmt der Ausgang. Hier fällt erstmal jetzt gerade alles aus. Ja. Und das war's. Wir haben es leider nicht geschafft. Freunde, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne noch ein kostenloses Like. Ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und ciao, euer Schurtalk. Bye, bye.